Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Wie ist dieser Ort? Ist er nicht schön? Es ist ein Teeanbaugebiet. Schaut ihr, wie schön und grün dieser Ort ist? Schaut hier. Dahinter ist ein schönes, grünes Gebirge. Die Schöpfung Gottes ist sehr wunderschön. Wir können jedes Einzelne genießen. Gott hat für uns alles sehr schön erschaffen. Er hat alles erschaffen, dass seine Kinder all dies genießen und glücklich sein können. Aber mehrere Menschen sehen dies nicht und genießen sie es nicht. Mir gefällt alles aber sehr, wenn wir Gottes Schöpfung sehen und genießen. Können wir seine Herrlichkeit sehen? Es gibt uns Freude und ein Glücksgefühl im Herzen. Gott möchte uns Folgendes mitteilen. In Jesaja Kapitel 60, Vers 20 sagt er, der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage seines Leides sollen ein Ende haben. Er sagt es zu euch. Wie lange wollt ihr in Sorgen bleiben? Wie lange? Der Herr sagt, gleich werde ich dich trösten. Denkt ihr, wann wird das Ende des Leidens sein? Heute sagt der Herr, meine Tochter, dein Leid wird ein Ende haben. Mein Sohn, deine Sorgen werden ein Ende haben. Es gibt immer wieder Sachen in unserem Leben, die uns Leid verursachen. Obwohl Abraham von Gott berufen wurde, hatte er in seinem Leben eine Sorge. In ihm herrschte ein Leid und er fragte sich immer wieder, wann es eigentlich weggehen würde. Wann wird Gottes Versprechen erfüllt? Aber der Herr hat ihn nicht in dem Leiden gelassen. 25 Jahre wartete er, dann hatte es ein Ende. Gott gab ihm ein Kind, nahm ihn seine Not und seine Traurigkeit. Der Herr gab seinem Leid ein Ende. Schaut euch David an. Als er jung war, schlug er Goliath nieder. Trotz seiner vielen Siege sehen wir von einer anderen Seite, wie er vom eigenen Schwiegervater gejagt wurde. Sogar sein eigener Sohn jagte ihn, wollte ihn töten. Er hatte viele Leiden, Schanden und Beschämungen in seinem Leben gesehen, obwohl er eigentlich König war. Er wunderte, wann dieses eigentlich ein Ende haben wird. Aber Gott hat sein Leid ein Ende bereitet. Der Herr befreite David, indem er das Leben seines Schwiegervaters beendete. Auch in unserem Leben verfolgen uns einige Probleme und wir leiden darunter. Dies wird nicht immer und ewig andauern. Gott sagt, die Tage deines Leidens werden ein Ende haben. Wer weiß, dieses kann auch heute passieren. Glaub daran. Um uns glücklich zu machen, er hat am Kreuz alle unsere Leiden getragen. So lesen wir in Jesaja Kapitel 53, Vers 4. Gott hat alle eure Leiden und Trauer am Kreuz getragen. Warum sollte er es tun? Nur um unser Leid ein Ende zu bringen. Was macht euch heute traurig? Eine Notlage, ein Problem durch Menschen, eine Krankheit, eine schwierige Situation. Egal, was es ist. Gott gibt diesen Leiden ein Ende. Gott, du hast es versprochen. Ich brauche ein Ende. Ich brauche es heute. Führe ein Wunder durch, Herr. Frag ihn. Lege deine Hand aufs Herz, Vater. Du hast versprochen, dass die Tage meines Lebens ein Ende haben werden. Dies ist die Sache, was mir Sorgen bereitet. Mach dem ein Ende. Viele Tage, sogar Jahre lange leide ich darunter. Mach mein Leben ein Ende und führe ein Wunder. Ich glaube es und erwarte ein Wunder. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.